Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem Gegner, dem LS-Profi. Und schon wieder das leckeres Mikrofon. Moin Meisters! Leute, nur mal so, ich habe meine Mikrofonposition umgeändert, das heißt, ich kann wieder schon reinschreien und passt. Ja, Bibi. So, neue Aufnahmesession hier, sind wir wieder so weit, ja. Erstens ja, mal gehen mal liebe Grüße an die ganzen Zuschauer raus, egal ob bei mir oder bei dir. Einfach vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Support und Kommentare und Likes natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ja, der LKW hingestellt, Alter. Der sucht wieder sein Werkzeug. Und ja, wir scheinen gerade da beim Schauen. Und ja, ich habe schon gehört, der LS-Profi, aka Justin, hat schon wieder eine geile Story zu erzählen. So, stimmt, muss ich gleich mal erzählen hier. Ach, hier ist er! So, warte kurz, Leute. Und davor muss ich da kurz noch einmal die Map deinstallieren, weil die Zaunpfosten da, die sind etwas anstrengend. Ich warte kurz, ich muss mal erstmal mein Lenkrad hier wieder ranmachen. Wow. Und ja. Dann würde ich sagen, hoffentlich hat er eine geile Story auf Lager, und ja, dann hauen wir raus. Oh, so, ja, dann können wir ja in der Table arbeiten mal ein bisschen. So, warum sieht es mein Lenkrad nicht? Ach, scheiß drauf, fahre ich an. Angeschlossen, muss ich gleich nochmal nach der Aufnahme mal kurz nochmal verbessern. Irgendwie aber leckt halt der Server, kann das sein? Ja. Mir überhaupt gar nicht. Ich hab hier die ganze Zeit 20-30 im S. So, auf jeden Fall. Wissen vielleicht nur meine Teamleute auf jeden Fall. Ist ja heute Freitag, wo wir das aufnehmen. Und eigentlich wäre ja heute der 12-Stunden-Livestream. Den konnte ich aber nicht machen, weil ich in Real Life was machen musste. Und dieses etwas in Real Life war tatsächlich, dass wir uns heute eine neue Couch geholt haben. Und die ist natürlich heute holen mussten. Und dann sind wir heute um 1, glaube ich, sind wir zu der Firma gefahren. Ich will jetzt nicht den Namen nennen hier. Sind wir zu der Firma gefahren, wo wir unser Sofa geholt haben. Oder holen. Sind wir mit dem Auto, sind wir hier schöne Flotte, mal 130, 140, aber nicht warte zu schnell. Warte mal natürlich kurz. Ich muss einmal kurz da den Server wieder verlassen, er hat mich gerade wieder. Geil. Warte kurz, ich schau ihn gleich nochmal rein. Auf jeden Fall, sind wir da mal ganz schnell dahin gefahren, sind wir sogar schneller, wie wären eigentlich so um 2 da gewesen, waren aber sogar 2:15 waren wir schon da, das heißt schon Zeit eingespannt, sind wir da hingefahren und wir haben uns ja extra, weil wir sind mit einem etwas schnelleren Auto hingefahren, haben wir uns da bei der Firma einen Wagen ausgeliehen, damit wir da das Sofa reintun können, und da gab es auf dem Hof, gab es 3 Lieferwagen, 2 waren da voll, super top, Innenausstattung top, schön sauber, nur einer davon war natürlich übelst dreckig und die Innenausstattung lässt zu wünschen übrig. Und dann sind wir da reingegangen, haben alles eingecheckt und so weiter und so fort. Hat er gesagt, die Sofateile und alles sind schon in den Lieferwagen drin. Haben alles durchgecheckt und so weiter und so fort. Hat er gesagt, komm, ich zeige euch mal den Lieferwagen. Jo, ist er dann hier zu einem schönen, sauber Innenausstattung. Stattungstop-Ding ist er hingegangen, hat er mal reingeguckt hinne. Ah, nee, das ist nicht deine, das sind unsere. Dann ist er zum nächsten Sauer gegangen. Nee, das ist leider nicht eurer. Und ich dann schon, ach komm, ey. Und dann ist er natürlich, wie hätte es anders sein können, ist er natürlich zum Dreh gegangen. Ja, genau das ist eurer. Genau das ist eurer. Wie der ranzigste vom ranzigsten, die natürlich dahingestellt, ey. Und das Geile ist ja, jetzt können wir zurückfahren. Wir sind mit dem schnelleren Auto, sind wir ja so 130 oder so gefahren, waren wir schnell da. Diese PKWs da sind auf 100 km/h abgeriegelt. Das heißt, wir konnten da mit 100 km/h
konnten wir zu uns nach Hause düsen. War natürlich die ganze Zeit, die wir eingespart haben, durchs eine Auto ist natürlich jetzt wieder flöten gegangen. Und das Ding, Junge, das hat gerappelt und gepfeift, Junge, überall. Und das Ding ist ja, jeder normale Mensch, wo es mal ein bisschen lauter wird, mach mal einfach das Radio mal ein bisschen lauter, dann hört man nichts. Geht leider nicht, weil das Ding natürlich eine Innenausstattung wie mein Wohnzimmer hat, kein Radio. Und ja, dann sind wir natürlich ohne Radio mit dem ganzen Gepfeife und so weiter. Mit 100 km/h, wenn du auf Anschlag fährst, natürlich fährst du nicht die ganze Zeit auf Anschlag, ist nicht gut für den Motor. Mit viel Glück mit 90 irgendwann ein bisschen rumgepäst. Ja, und das Ding ist ja, Alter, und dann haben wir das Zeug abgeladen, ey. Die Dinger, Junge, die sind rattenschwer, die kriegst du alleine, kriegst du die gar nicht hochgehoben. Erstmal zu 200 runtergeholt und dann, Alter, also die Rückfahrt konnte ich mir wirklich nicht antun, hey, ganz ehrlich, ey, ganz ehrlich, soll das irgendwer anders dahin fahren. Aber ich weiß ja nicht, ob du das schon mal hattest, Chrissy, ich schätze mal eher weniger. Aber wie stehst du denn zu dem Thema so? Was denn, ranziges Auto? Ja. Na, das geht gar weil nicht. Weil das ist ja wirklich der Hit, Alter. Es sind drei Dinger. Eins davon ist dreckig. Und wie kann es denn alles sein? Wir bekommen natürlich das Dreckige. Das ist das. Junge. Und dann natürlich, ich weiß nicht, können PKWs, sind die eigentlich standardmäßig immer auf 100 abgeriegelt oder nein. Können die auch schneller fahren? Können da schneller fahren. Ich das auch nicht ganz verstehe, oder das Ding halt auf 100 abgeriegelt ist, weil es ansonsten durch die Mille auseinanderfällt. Ja, das kann sein, das kann sein. Oh, so wie es gerade anhatte, habe ich mir auf jeden Fall schon, haben wir schon mulmig, wo wir gerade mal 90 gefahren sind, Alter. Oh, das läuft ja mal, Junge. Aber nee, ansonsten ist eigentlich tipptopp hier, ist halt so ein Ledersofa hier. Aber das Ding, Alter. Da kannst du nämlich, da gibt es nämlich noch einen extra Hocker und den kannst du in der Mitte rein, mein Junge. Dann können dann zwei oder sogar drei Menschen nebeneinander quer drauf schlafen, Alter. Super ist das Ding. Groß, ey. Aber ich weiß ja gar nicht, wie das bei dir ist. Was hast du denn für ein Sofa? Oder hast du überhaupt eins? Jo. Ich hab eins, ja. Ansonsten hast du denn bei solchen... Tust du eigentlich solche Möbelsachen eigentlich nur noch online bestellen und liefern lassen oder gehst du auch noch wirklich zu solchen? Natürlich jetzt durch Corona ein bisschen schwierig, aber gehst du ansonsten, wenn Corona jetzt nicht wäre, wärst du dann auch zu solchen Möbelhäusern gefahren? Ja schon, ich muss ja mal probieren, wie das ausschaut, wie sich das anfühlt, wie man sitzt drauf. Genau, das ist nämlich das. Ja, aber bist du, Alter, ich kann auch einen Gamingstuhl kaufen. Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ich habe einen Gamingstuhl angeschaut bei einem Dingsbumsgeschäft. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Ich habe gedacht, ich sitze auf einem Nagelbrett drauf. So hart war das. Oder so ist das, Junge. Ja, das ist halt das Ding. Weil im Online kannst du ja nicht gucken. Es gibt noch irgendwie keine Webseiten, wo du in-game hier irgendwie fühlen kannst. Ansonsten. Ich finde das auch besser, wenn du halt einfach mal guckst hier, wie das so ist in echt, dich einfach mal draufsetzt und so weiter und so fort, wie du gesagt hast, weil wenn du dann sowas bestellst und dann das einfach für den Arsch ist, ist halt auch kacke, deswegen. Ja, also ich finde sowas top. Ui, ui, ui. Aber jo, das ist eigentlich der größte Grund, warum ich nicht diesen 12-Stunden-Livestream mache, aber den mache ich ja dafür am Samstag, das heißt, der war gestern gewesen, weil die Folge kommt ja am Sonntag. Und deswegen, ja. Jo. Aber. Was weißt du da so alles? Was hast du da alles so gespielt? Moin, du siehst mit der selber ein bisschen los. Was labert da? Was? Ach. Ja. Moin, du streamst dich selber. Ein bisschen Lust. Du streamst dich, Digga. Was willst denn du jetzt, Alter? Und du streamst dich selbst. Hä? Junge, das ist. Du meinst wahrscheinlich, weil ich mein Gesicht streame, Junge. Das nennt man auch Facecam, aber egal. Ey, Leute. Oh Mann.
Lern Deutsch, Linus. Oh nee, ey. Jetzt habe ich mich wegen dir verfahren, ganz ehrlich. Oh Mann, manchmal muss man alles. Manchmal sind die ich Leute. Ich musste es wirklich schon dreimal lesen, bis ich es wirklich einigermaßen verstanden habe, yeah, ey. Und jo, Lädlern, ich bin gerade auf dem Weg zum Händler. Ah, wir haben wieder was gekauft hier. Ja, sicher. Shit, jetzt bin ich aber mal voll gefahren. Und hab keine Pflege bereifen. Ja. Jo, haben Sie sonst noch eine Story, was erzählen wollen? Das gleiche will ich jetzt mal dich fragen hier. Eigentlich nicht. Oh nein! Eigentlich habe ich keine geile Story da momentan. Eieiei. Wie kam es überhaupt auf die Idee, so einen schönen Shop zu machen? Weil Leute, immer so, guckt euch gerne meine Livestream-Wiederholung an, wenn es am Freitag online ist. Nicht bei mir online stehen, die Alte. Da haben wir mal bei seinem Job vorbeigeguckt. Jo, hier. Wie kam es denn auf die Idee, so einen schönen Shop zu machen? Finde ich ja prinzipiell eigentlich eine coole Idee. Die Shop-Idee ist eigentlich nicht von mir und außerdem habe ich das dann nicht gemacht, das muss ein Kollege von mir gemacht haben. Ja moin, Hauptsache Geld verdient hier, was da ist. Aber er hat sich mit meinen Kontodaten angemeldet und das erstellt, also geht das auf mein Konto. Irgendwann ganzes Geld weg. Hä, wo ist das Geld hin? Ja, der Kollege so, ja moin Chrissy, tut mir leid, ich musste noch ein paar Schuhe und ein paar PCs kaufen, tut mir leid. Stell mal vor, Junge. Mhm. Oh Mann. Ach ich ja. Ich hoffe mir jetzt nicht, aber. Oh Mann. Und sonst, was geht bitte so? Was bei mir so geht? Jo, keine Ahnung, was machst du? Was machst du so beruflich? Oder was machst du so? Was machst du so, wenn wir gerade nicht aufnehmen? Draußen muss was geschafft werden hier. Wir sind ja aktuell, ich kann ja was erzählen hier, wir sind ja hier in der Umgebung, wo wir was ganz Besonderes haben. Das hat nämlich kaum Bundesland, außer jetzt die Dörfer hier sind. Wir haben nämlich sowas, das nennt sich bei uns Hauberg, das, wenn ich mal erklären dürfte, das ist du gehst zu einer Versammlung und dann kannst du dir für da musst du halt ein bisschen was bezahlen, aber das ist nicht viel. Kriegst du einen Waldgrundstück zugewiesen und das musst du halt von einer gewissen Zeit abgesägt werden und dafür halt durch eine kleine Provision kriegst du halt hier das Holz fürs Verbrennen, damit du das habe ich halt schon das habe ich schon bei einem Herrn Kollegen gesehen von YouTube, ja. Und da sind wir halt aktuell ein bisschen am Schaffen hier, weil das und Zeug wie groß ist die Fläche momentan, wo du bewirtschaftest? Boah, Alter, das Ding ist halt... Mehr als wie ein Hektar oder weniger? Hä? Mehr als wie ein Hektar oder weniger? Nee, ich glaube noch nicht mal ein ganzer Hektar, ey, muss ich sagen. Ich glaube ein bisschen weniger sogar, weil es sind ja so kleine Dinger hier. Weil, wenn du mehr als ein Hektar hast, kriegst du ja kaum richtig bewirtschaftet. Du musst ja 4-5 Mann dabei haben, bei dem ganzen Holzgedöns. Deswegen... aber das sind wir halt aktuell ein bisschen am Schaffen, damit das Zeug wegkommt. Aber da kriegst du halt jedes Jahr ein neues Grundstück zugeteilt. Und da, wo du halt angefangen hast, wie jetzt, sind wir in 4-5 Jahren sind wir da wieder am Holzen. Weil das muss ja nachwachsen hier. Mhm. Okay. Aber jetzt bei euch. Was? Moin, Joshua. Ja? Was wolltest du gerade sagen? Keine Ahnung. Ist das bei euch eigentlich auch so heftig mit dem Borkenkäfer? Na, das war vor ein paar Jahren da so. Ja, bei uns ist das aktuell noch, Junge. Bei uns sind früher Sachen... Aber das, was du jetzt gerade erzählen willst, das erzählen wir in der nächsten Folge. Oder würde ich sagen? Die Zeit geht vorbei. Ja, wenn man an da redet, dann ist schon. Dann würde ich sagen, war's das mit der Folge? Schatzlet beim lieben Justin vorbei. Natürlich, spionieren nicht vergessen, wie immer. Und schreibt gerne Bina Meinungen in die Kommentare und Bewertungen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.